Gesund und günstig einkaufen mit ganz bewussten Ausnahmen. Hallo und herzlich willkommen zur Lebensfuchs-Einkaufswoche. Mein Name ist Janine. Diese Woche habe ich nur zweimal eingekauft und dabei trotzdem mehr ausgegeben, als ich das sonst tue. Und ich habe mir zweimal Brötchen vom Bäcker gegönnt. Trotzdem gab es auch wieder reichlich Gemüse zu essen. Diese Woche habe ich noch 2 bis 3 Portionen Kürbissuppe übrig von letzter Woche, über die ich mich sehr freue. Am Montag war ich bei Kaufland, da gab es ein paar gute Angebote und ich brauchte auch noch ein bisschen frisches Obst. Im Angebot Haferflocken für 55 Cent die Packung, das ist so ein klassisches Kaufland-Angebot, das alle paar Wochen mal kommt. Und mit der App im Angebot Nudeln der Eigenmarke, also auf diese K-Classic, und zwar 20% Rabatt. Das heißt, eigentlich kosten sie 79 Cent, da gab es jetzt 16 Cent Rabatt, also 63 Cent. Und auch 20% gab es auf Speisequark, da habe ich jetzt 3 Packungen mitgenommen. Eigentlich kostet der 1,35 und 4,05 Euro wären 3 Packungen und da gab es dann insgesamt 81 Cent Rabatt drauf. Im Angebot allerdings nicht ganz so gut die Trauben für 1,79, aber ich wollte nicht noch woanders hinfahren. Ich hole dann später die Woche noch welche bei Edeka, aber die brauchte ich für mein Frühstück. Und nicht im Angebot Banane, da habe ich jetzt auch noch mal welche mitgenommen. 21 Cent kostet die, 1,29 das Kilo, falls ich noch mal Porridge mit Banane esse. Und dann habe ich spontan gesehen im Angebot Froop. Ich finde den mega lecker. Also Fruchtjoghurt ist natürlich eine Süßigkeit, viele wissen das nicht. Aber Fruchtjoghurt ist nichts Gesundes, das ist eine Süßigkeit. Ist aber ein leckerer Nachtisch, wie ich finde. Und da kostet eine Packung 29 Cent. Bezahlt habe ich 12,58 Euro. Montagabend gibt es gemischten Salat. Den habe ich noch von letzter Woche übrig. Das ist immer das Gute an diesen Ballensalaten. Die halten nämlich ein paar Tage. Und alles andere hatte ich auch noch. Nudeln hatte ich sogar schon vorgekocht. Gurke, Tomate, Hirtenkäse und die Sprossen sind selbst gezogen. Dienstagmittag gibt es noch einmal Kürbissuppe und das Abendessen wird es nicht zu sehen geben, denn ich bin zum Grillen eingeladen. Ich habe diese Woche noch einen halben Spitzkohl übrig, das sind für mich 2 Portionen. Also ich kaufe immer einen extra großen Spitzkohl, sodass der dann insgesamt 4 Portionen ergibt. Bei einem kleinen Spitzkohl wären es halt 2 Portionen. Und deshalb gibt es diese Woche noch 2-mal Curryrahmennudeln mit Spitzkohl, das Rezept verlinke ich dir. Am Freitag war ich etwas größer einkaufen, weil ich auch so an Gemüse und Obst gar nichts mehr da hatte und habe dann noch einige Sachen dazu gekauft, auch was ich gar nicht wollte. Auch das passiert mir manchmal. Zuerst war ich bei Aldi, da war nämlich Lauch im Angebot, Stückpreis 49 Cent und beim Stückpreis meine Empfehlung immer den größten bzw. schwersten nehmen. Und das habe ich gemacht und einen Riesenfang gemacht. Schaut euch das mal an. Gut, ich habe jetzt relativ kleine Hände, aber ich komme gar nicht ganz rum. Also das Teil ist mega schwer. Ich habe es nicht gewogen. Ein Riesenteil kann ich jetzt alleine gar nicht so komplett aufbrauchen in einem Stück. Kann man einfach klein schneiden und einfrieren. Dann Bananen im Angebot für 1,19 Euro. Jetzt kein super Angebot. 10 Cent günstiger als normal. Das sind jetzt 1,03 Euro und dann noch im Angebot Bio-Babyspinat. Der kostet 1,19 Euro. Da werde ich dann einfach wieder so einen rohen Spinatsalat draus machen. Bezahlt habe ich dann bei Aldi 2,71 Euro. Und dann war ich bei Edeka. Da gab es wieder einige schöne Angebote und zwar auch wieder diese Premium-Trauben. Die waren letzte Woche schon im Angebot. Die sind wirklich lecker. 3,33 Euro das Kilo und damit günstiger als diese fertigen 500 Gramm Packungen. Das ist jetzt ziemlich genau ein Kilo, nämlich 3,34 Euro. Im Angebot Tomaten für 1,99 das Kilo. Auch nicht super günstig, aber wesentlich günstiger als zum Beispiel bei Aldi. Da waren sie, glaube ich, 2,99 und das sind jetzt 2,38 Euro.
20. Dann die Gurke nicht im Angebot, aber tatsächlich günstiger als bei Aldi. Ich habe bei Aldi geguckt, 79 Cent und dachte, und geht zu Edeka rein, 69 Cent und dachte, yeah. So, dann, ich habe meinen Eisbergsalat mitgenommen, der ist nämlich im Angebot für 88 Cent. Ich esse den gar nicht so gerne, weil ich finde, dass der nach nichts schmeckt, während andere Salate, wie zum Beispiel der Kopfsalat oder diese Endivien oder Multicolor, die schmecken wenigstens ein bisschen nach was. Aber, also wie gesagt, 88 Cent, ich habe den mitgenommen, weil ich nämlich vorhabe, mir morgen so Sandwiches zu machen. Ich bin morgen unterwegs und da dachte ich, dann nehme ich so Sandwiches mit. Und dafür habe ich nämlich auch Wurst gekauft. Und zwar hatte ich zuerst in der Hand diese Veggie-Wurst und die war auch reduziert, 89 Cent. Und dann dachte ich, ach, guck mal da in dieser Reduziert-Kiste, wo dann die Sachen drin sind, die bald ablaufen. Und da habe ich dann diese Bio-Wurst gesehen, 1,49, ist natürlich teurer als 89 Cent. Aber ich habe mir die Nährwerte angesehen und mich dann tatsächlich für das Tier entschieden, weil eben diese Veggie-Wurst im Grunde genommen nur aus Öl und künstlichen Stoffen besteht. Und dann nicht Bio, aber auch, weil ich es total gerne esse, Schinken-Mettwurst habe ich mitgenommen, 1,87 auch reduziert, läuft in 3 Tagen ab. Und dazu habe ich mir dann noch mir Brötchen mitgenommen vom Bäcker, 1,70 Euro, weil ich die Brötchen vom Bäcker lieber mag als die aus dieser Backstation da bei Edeka oder wo auch immer. Dann habe ich mir auch mal wieder Kuhmilch mitgenommen. Also für meinen Porridge, den ich immer esse, nehme ich ja auch den Sojadrink. Aber ich habe vor, mir wieder noch ein paar Suppen zu kochen und da mache ich auch immer so ein bisschen Milch rein und da schmeckt das mit der Sojamilch nicht. Die Milch kostet 85 Cent. Die Freilandeier, mal nicht ausverkauft. Letzte Woche waren wieder alle Eier ausverkauft bei Edeka. Die kosten 2,29. Und dann gab es noch ein Wochenendangebot, nämlich dem Teekanne mediterranen Tee für 1,33 die Packung. Das ist ein super Angebot. Bei Kaufland kostet es diese Woche 1,59 im Angebot, meine ich. Und eigentlich wollte ich nur 2 Packungen von dem Pfirsichtee mitnehmen, weil ich den so gerne trinke. Und dann habe ich 2 Sorten entdeckt, die ich noch nicht kannte, nämlich einmal Blaubeeren und einmal Mango. Und dann habe ich eine Packung Pfirsich wieder weggenommen und dafür die 2 anderen genommen. Und an der Kasse habe ich mich dann ein bisschen erschrocken. 18,50 Euro, da sind jetzt die Brötchen nicht bei, sondern dieses ganze Edeka-Kram, 18,50 Euro. Aber dann dachte ich, ja klar, ach, da habe ich noch vergessen hier, den Balsamico, da mache ich immer meinen Salat auch mit. Es ist natürlich alles recht teuer, ne? Eier, Balsamico, Trauben und Tee und so und Wurst. Klar, also ich denke, dafür bin ich noch gut bei weggekommen. Samstag bin ich unterwegs und ich wollte mir eigentlich ein Sandwich machen. Ich habe mir aber keinen Sandwich-Toast mehr geholt. Deshalb habe ich mir eins von meinen Protein-Baguettes gebacken und hier mir ein schönes belegtes Brötchen gemacht. Abends gibt es bei mir halt meistens Salat und hier ist der Spinatsalat mit Gurke, Tomate, Hirtenkäse und Nudeln. Ich habe mir am Sonntag nochmal 2 Brötchen vom Bäcker geholt für insgesamt 1,85. Sonntags ist der Bäcker immer etwas teurer. Ich habe nämlich noch Wurst übrig und die soll natürlich nicht schlecht werden. Und ich habe aber auch noch Käse übrig. Es gab ja diesen hier mal zum Gratistesten. Ist schon länger her, dass ich den gekauft habe, aber der ist auch noch haltbar. Da achte ich immer drauf, dass es nicht schlecht wird. Und ja, den freue ich mich jetzt drauf, den mal zu probieren. So, ich habe schon eine Scheibe von dem veganen Käse probiert und ich muss sagen, er riecht extrem künstlich und schmeckt auch extrem künstlich, obwohl es eigentlich natürliche Zutaten sind, also überwiegend Kichererbsen und Öl. Aber ja, also würde ich nicht wieder kaufen und ja, ich esse halt dann doch lieber echten Käse. Diese Woche habe ich 37,34 Euro ausgegeben. Da ist ein großer Vorrat an Haferflocken mit dabei, etwas Tee und ich habe mir auch mal wieder Brötchen vom Bäcker mit Aufschnitt gegönnt. Die Gesellschaft für Konsumforschung, kurz GfK, sucht noch Studienteilnehmer für Haushaltseinkäufe. Ich selbst nehme seit einigen Jahren daran teil. Du scannst deine Einkäufe mit deinem Handy ein und erhältst dafür Einkaufsgutscheine. Ich packe dir den Link unten in die Videobeschreibung. Im Video oben rechts kannst du dir anschauen, wie das Ganze funktioniert. Dann verabschiede ich mich und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ciao, ciao!